Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite heute mit Seite 256. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir wissen dürfen, dass obwohl auch heute in diesem Tag Herausforderungen, Kämpfe, Schwierigkeiten auf uns warten werden, dass du bei uns bist und dass du uns Kraft und Stärke für diesen Tag geben wirst. Danke, dass wir aus deinem Wort diese Kraft empfangen dürfen. Und danke, dass du uns vor Augen führst, dass wir nicht bis in alle Ewigkeit kämpfen müssen, sondern dass du eine Ruhe für uns vorbereitet hast. Herr, lass uns heute schon einen kleinen Vorgeschmack davon bekommen. Sprich du durch den Heiligen Geist zu uns, durch dein Wort. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in Josua Kapitel 12, Vers 1. Im letzten Kapitel ging es um die große Schlacht und die Eroberung der Königreiche im Norden Kanans. Wir lesen in Josua 12 und dort Vers 1. Und dies sind die Könige des Landes, welches die Söhne Israel schlugen und deren Land sie einnahmen jenseits des Jordan gegen Osten, vom Anon-Fluss an bis zum Berg Hermon. Und die ganze war gegen Osten. Sihon, der König der Amoriter, der in Hesbon wohnte und von Aroer, ein herrschte, das am Ufer des Arnonflusses liegt und über die Mitte des Tales und über das halbe Gilead und bis an den Jabbok-Fluss, der die Grenze der Ammoniter ist. Und über die Ebene bis an den See Genezareth gegen Osten und bis an das Meer der Arawa, nämlich das Salzmeer, gegen Osten nach Beth-Jesimoth hin und gegen Süden unterhalb der Abhänge des Pisgah. Dann das Gebiet Ox, des Königs von Baschan, von dem Überrest der Rephaiter, der in Astaroth und Edrei wohnte und der über den Berg Hermon und über Salcha und über das ganze Baschan herrschte, bis an die Grenze der Geshuriter und Maachiter und über das halbe Gilead, bis zum Gebiet Sihons des Königs von Hesbon. Wir haben die Geschichte dieser beiden Könige und die Eroberung ihrer Königreiche gegen Ende von Vierte Mose und auch am Anfang von fünfte Mose ausführlich mitverfolgen können. Das waren die ersten... Gebiete, die erobert worden waren von der zweiten Generation der Israeliten, noch bevor sie den Jordan überschritten haben. Mose, der Knecht des Herrn, und die Söhne Israels schlugen sie, und Mose, der Knecht des Herrn, gab sie den Rubenidern, Gadidern und dem halben Stamm Manasse zum Besitz. Und dies sind die Könige des Landes, die Josua und die Söhne Israels diesseits des Jordans schlugen, gegen Westen. Von Baal Gad an im Tal des Libanon bis zu dem kahlen Gebirge, das sich gegen Seir erhebt. Und Joser gab es den Stämmen Israels zum Besitz, jedem seinen Teil. Im Bergland, in der Schefela, in der Arava an den Abhängen, in der Wüste und im Negev, die Hethiter, Amoriter, Kananiter, Pheresiter, Hebiter und Jebusiter. Der König von Jericho, der König von Ai, das bei Bethel liegt. Wir haben jetzt eine ganze Aufzählung der Könige, die durch Josua und das Volk Israel besiegt worden sind. Der König von Jerusalem, der König von Hebron, der König von Jarmut, der König von Lachis, der König von Eglon, der König von Geser, der König von Debir, der König von Geder, der König von Horma, der König von Arad, der König von Libna, der König von Adullam, der König von Makeda, der König von Bethel, der König von Tapuach, der König von Hefer, der König von Afek, der König von Lacharon, der König von Madon, der König von Hasor, der König von Simron-Meron, der König von Achschaf, der König von Tanach, der König von Megiddo, der König von Kidesh, der König von Jokneam am Kamel, der König von Dor im Hügelland von Dor, der König von Goyim in Gilgal, der König von Tirza zusammen waren es 31 Könige. Als nun Josor alt, und wohlbetagt war, sprach der Herr zu ihm, du bist alt und wohlbetagt geworden, doch es bleibt noch sehr viel Land einzunehmen. Wir mögen vielleicht in unserem Leben sehr viel getan haben für die Gemeinde in einem bestimmten Projekt, und doch gibt es vielleicht noch viele Dinge zu tun. Wir dürfen dankbar sein für alles das, was wir mit Gottes Hilfe erreichen konnten. Wir dürfen dankbar sein für all die Siege, die er uns geschenkt hat. Wir dürfen aber nie den Blick verlieren für das, was noch zu tun ist. Nicht, dass wir auf halber Strecke oder nach drei Viertel erfolgen, uns gemütlich zur Ruhe legen und nicht mehr weiter das Werk Gottes voranbringen. Gott möchte, dass wir auch heute sehen, was noch zu tun ist, auch wenn er uns persönlich und auch in der Gemeinde schon so manchen großen Sieg geschenkt hat. Dies aber ist das Land, das noch einzunehmen bleibt, nämlich alle Bezirke der Philister und das ganze Geschuri vom Siho an, der östlich von Ägypten fließt, bis zu dem Gebiet von Ekron nach Norden zu dass zu den Kananitern gerechnet wird, die fünf Fürsten der Philister, nämlich der von Gaza, der von Astor, der von Askelon, der von Gad, der von Ekron, auch die Awita. Gegen Süden das ganze Land der Kananiter und Maara der Sidonier, bis nach Afek, bis an die Grenze der Amoriter, dazu das Land der Gibliter und der ganze Libanon gegen Aufgang der Sonne, von Baal-Gad an am Fuß des Berges Hermon, bis man nach Hammert kommt. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir sind dir so dankbar für alles, was du uns schon geschenkt hast, wie du uns geführt hast bis zu diesem Tag. Aber Herr, wir möchten dich auch bitten, dass du uns die Augen öffnest für das, was noch getan werden muss. Für die noch ungelösten Probleme, für die Dinge, die noch angegangen werden müssen in unserem Leben, in der Gemeinde, in unserer Familie, wo auch immer. Und Herr, schenke uns auch dafür die Kraft, die wir brauchen, um durch dich und durch deine Gnade Sieger sein zu dürfen. Im Namen Jesu. Amen.